You don't have to let money come between us. Hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Und in dem heutigen Video werden wir mal Minecraft Paradox zocken. Wie ihr seht, gibt es gerade ein paar Veränderungen. Genau, ich habe gerade kein Facecam. Warum? Weil ich Bock drauf habe. Ab sofort werden alle Videos, alle Paradox-Videos, nicht alle Videos, ohne Facecam kommen. Aber fangen wir an. Ihr seht schon, ich habe hier einen neuen Gebäude. Und, ja, würde es euch mal gerne zeigen. Und zwar ist das ein Laboratorium. Und genau das könnte gerade auch unser Haus retten. Wer nicht die letzte Folge gesehen hat, der weiß es nicht, dass unser Haus am 30. abgerissen wird. Wenn wir keinen Gegenvorschlag machen, was eigentlich da steht, dass man nicht machen kann, aber wir werden es trotzdem versuchen. Aber ich zeige euch mal kurz das Laboratorium. Und zwar fangen wir einfach mal hier an. Das ist ein Energiekapazität-Batterie, irgendwas so, ich habe es noch nicht benannt. Welches 48 Millionen Energie speichern kann. Und das wird der Unterteil des Batteries, welcher diese Energie erzeugt. Genau. So, und kommen wir weiter, was eigentlich die Hauptsache dieser Laboratorium ist. Das wird eigentlich nur der Bereich sein, womit wir es abhalten, unser Haus abgerissen wird. Aber der Hauptsache wird dieser Teil hier. Denkt euch so, what the heck is this? Was sind das da und was ist das? Und ja, ich kann euch alles erklären. Ihr kennt, glaube ich, eh noch diesen Gerät. Das geht runter zu dem Untergeschossen von meinem Haus, wo ein Beam hochgeschossen wird, wodurch man in die Zeit reinkommt und auch da reisen kann. Und genau das werden wir auch, nicht heute, aber das werden wir auch nochmal versuchen. Aber wir werden jetzt keine Zeitreise machen, sondern wir werden ein Portal aufmachen. Ein Portal aufmachen, warum? Weil wir jemanden aus Timeline holen. Genau. Deswegen sind hier diese Schriften. Weil, das da halt symbolisieren, welcher Zeit das ist. Das ist eine Zeitsprache. Egal was passiert, das da wird niemals was anderes heißen. Also, ja. Hier steht halt die originale Zeitlinie dran, also die originale Timeline von Timeline drauf. Und wenn sich da irgendwas, also in Timeline etwas ändert, wird es hier normal bleiben. Ja. Und dieser andere Ort ist der Ort, wo man zum ersten Mal mit dem Person begegnen kann. Also, wir werden John aus Timeline holen. Ich glaube, ihr kennt John noch. Er war eigentlich in der ersten 10 Folgen dabei. Und dann war er weg einfach. Also nicht weg, aber wir haben ihn nicht mehr getroffen. Und wir werden ihn brauchen, weil er hat ja immer diese coolen Lichtschwerter, diese coolen Legacy-Lichtschwerter gemacht. Und wie ich weiß, kann er sehr gut Waffen schmieden, Waffen machen, Waffen entwerfen. Und das könnten wir eigentlich hier in Paradox gebrauchen. Und genau deswegen habe ich mir gedacht, dass wir ja den Portal öffnen. Und hier, das in diesen, was man nicht aufmachen kann, ja. Und da weitergeleitet wird, hierhin. Und ich kann hier erstmal rein. Da kommt John hier raus und ist erstmal für ein paar Tage, ungefähr 3 Tage, hier eingeschlossen. Hier kann man mit ihm normal reden, aber man darf noch nicht raus. Warum? Wegen der Zeitradioaktivität. Genau dort oben ist so ein Lüftungsschacht.
wo die Radioaktivität, also die Zeitradioaktivität, rausgezogen wird und umgeleitet wird hierhin. Also entweder wird es umgeleitet oder wird es nicht umgeleitet. Man kann es hier halt entscheiden. Also hier so. Nee, nein. Und ja, also hier wird dann eine Zeitrüstung sein, was uns dann erlaubt, ohne Zeitmaschine auch durch den Dings zu kommen. Also ja, das ist eigentlich der Hauptteil von dem Ganzen. Das sind einfach nur Server, also ja. Okay, aber kommen wir zum eigentlichen Plan. Wie dieser Laboratorium unser Haus rettet. Gehe kurz mal schlafen hier. Und dann erzähle ich es euch. Genau. So, ich habe schon einen Brief geschrieben. Lieber Hermann, ich habe einen Brief bekommen. Ich hätte einen gegen Vorschlag. Wie Sie sehen können, habe ich ein Gebäude ungefähr in der Stadt dort. Dies ist ein Laboratorium und der Vorschlag wäre, dass ich Sprachen lernen. für die Stadt Sachen erfinde und aus diesem Grund lassen Sie mein Haus in Ruhe, Benzer Gaming. Genau, also ich werde für die Stadt Sachen erfinden und aus diesem Grund werden Sie unser Haus halt so lassen, wie es ist. Ja, ich würde sagen, geben wir es dort ab. Wir nennen es noch kurz. Und ich schaue noch mal nach, was eigentlich neu ist, weil ich weiß, wurde ein paar Sachen neu gebaut. Vorschlag. Dorthin. Das ist auch neu. Genau. Das ist hier. Das ist schon aus. Das sieht man. Nein, ich glaube, hier wohnt. Eigentlich ein echt stabiles Haus. Und wartet, hat der Bürgermeister das schon eingerichtet? Ja, er hat es schon eingerichtet. Lol. Achso. Was ist eigentlich? Ah, hier schläft er. Okay, und was ist da? Ah, ein kleiner Park mit einem kleinen See. Künstlichen. Ja, nice. Das ist geil. Ansonsten ist hier nichts neu, oder? Sieht nicht so aus. Ich finde halt, obwohl ich es besser fand, wie es keinen Bürgermeister gab, finde ich es auch noch gerade geil, dass dieser Bürgermeister auch so hinter der Stadt steht und so viele neue Sachen hierher macht. Nice. Was sollen wir noch machen? Ist schon ein Dings gekommen? Akzeptierung? Lieber Wenzel, ich nehme Ihren Vorschlag an. Wir freuen uns über dem Labor, freuen uns auf die Zusammenarbeit. Wir würden gerade Folgendes brauchen: Ein Batteriegerät, welches 48 Millionen Energie speichern kann. Gerade was ich gebaut habe. Nice. Ich brauche gerade nichts zu machen dann. Ein Objekt, welches so viel Energie generieren kann. Okay, ja. Daran arbeite ich noch. Ja, mein Bürgermeister. Also, es wurde akzeptiert. Das bedeutet, wir können das weitermachen. Also wir können das da beibehalten und diesen Gerät aufstellen. Aber es muss noch genug Dings generieren. Das muss ich noch irgendwie schaffen. Aber was dann noch in der nächsten Folge passieren wird, also sein wird, dieser Laboratorium wird ein bisschen noch mehr ausgebaut. Es ist schon groß, aber es wird noch ausgebaut.
wenn man einfach übertreibt. Aber ja. So, jo. Ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Channel, um nichts dazu verpassen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!